Schenkst du ihm die Vision, gibst du ihm dieses Heil, deine Weisheit hast du mit ihm geteilt. Welten, oh, Welten, oh, Ich begrüße euch vom ganzen gesegneten Herzen heraus in eure Leben hinein in das, was darf heute hier mit uns gemeinsam im Leben gedeihen. Ja ihr Lieben, so spontan wie mir dieses Thema eben kam, als ich dieses Programm öffnete, so wie wir viele Programme unseres Alltags manchmal öffnen, ganz unbewusst und natürlich in irgendwelche Verfahren eintauchen, die mit unserer eigentlichen, ursprünglichen, heilen Welt gar nichts zu tun hatten, möchte ich mit euch heute ein Thema beleuchten. Und dieses Thema ist ein Thema, das uns allen, egal ob Mann oder Weibe, besonders am Herzen liegt, im heiligen Kreise unserer Ganzheit wieder Bestimmung zu finden in dem, was wir sind. Natürlich ist es wirklich wichtig, dass diese Beziehung Mann und Weib wieder in Heilung gehen dürfen. Wenn wir die heutige Welt so, bestimmend anschauen mit unseren Augen und eben, wie ich sage, bestimmend. Ja, ich reime ja immer einfach spontan, habe mir nichts überlegt für diese Sendung, einfach aus mir heraus. Bestimmen über das, wie die Welt ist, mit unseren Augen, unsere Meinung, unser Urteil von dem, was wir von Kindheit auf erfahren haben, konditioniert sind. Aber oftmals schwer, ja, oftmals nur vermuten, eine Vorsilbe, die bereits eine Erschwerung uns in den Tag legt oder in die Erkenntnis, dass wir früher natürlich unter ganz anderen Bestimmungen aufgewachsen waren, dürfen wir erkennen, dass wir auch schwer fühlen können, wie Menschen noch vor 100 Jahren über dieses Leben in Beziehung von Mann und Frau gesehen, gefühlt und gespürt haben. Und noch schwieriger fällt es uns manchmal vielleicht auch nur augenscheinlich. Ich weiß, dass extrem viele Empathen, hellfühlige, telepathische oder auch hellsichtige unter euch sind, die fühlen oder schon in Worte fassen können, was untergegangen war, was einst hier in diesen Wurzeln bei uns lag, gerade im Weltenbauen verankert. Wir sehen das Bild der Jurmin Sul rechts und links in seinen heiligen Armen. Mond und Sonne, oftmals war dort eben eingraviert, in diesen, ja, fast wie ein Fahnen sich aus, breitenden, auswickelnden Armen, die wir dort erkennen können. Natürlich ist auch dieses heilige Bild eben gerade einer Heiligen Weiblichkeit gesegnet, denn wir dürfen erstmal die Doppelsinnigkeit in diesem ganzen überhaupt erkennen. Ja, wir haben natürlich die Irr, Min Sul, das Irr, das irdische, das weibliche, das Erdige, das Min, das männlich, das Geistige das himmlische Prinzip gegenüber dem irdischen mit der Säule vereint und dann als Himmelsgestelle, denn die sogenannten Atlanten, von dem wir stammen, waren immer die Himmelssäulen aller Geschichten, die bis heute ins heutige moderne Leben sich tragen. Ja, die Himmelssäulen waren Atlanten genannt. Ja, so ist natürlich auch ein Atlas, der sozusagen auch erster König von Atlantis war ein Himmelstragender gewesen. Und damit ist meiner Forschung nach und meiner Hellsicht nach auch gar nichts anderes gemeint als eben die aufrechtgehenden, tugendhaften Menschen, die gewissen Ausrichtungen nach gelebt haben und erlebt und auch nachgeführt haben. Diese Tugenden sind natürlich genauso untergegangen wie Atlantis, aber sie waren auch noch im hohen Mittelalter, <laughs> Mittelarbeiter im Mittelalter mit ihren hohen Schwingungen der Minne genauso vertreten. Denn eins dürfen wir feststellen, wir kommen aus einer Hochzeit des Geistes, eben auch eben aus dieser selbigen Zeit, diese Verkehrung von Germanentum, das in ein Rittertum überging im Auge des Christentums, wobei das alte Christentum natürlich auch einen Urwurzel, Ursprung in Atlantis hatte mit seinen Tugenden und das Wort Christ mit K geschrieben, so wie es einst Wandsel so entsprach, da CH ja zu K wurde und das CH eigentlich etwas eingebrachtes war, war das Christus das aufrechtgehende im Menschen selbst mit unseren alten Tugenden, die man natürlich in einem Buch Namens Bibel schrieb und uns genauso mit diesen Worten fesselte, genauso wie unsere Seele danach strebte, darin wieder etwas erkannt zu haben, was uns entsprang, heilend da drin zu finden. Das machen sie mit allen Dingen so. Sie versprechen euch etwas. Sie locken euch mit etwas, das eure Seele spürt, sie kann es aber nicht in Worte fassen. Und genauso schnell, wie sie sich eben in der Freude hatte, etwas wiederzufinden, dem sie entsprang, wurde sie auch schon wieder verwickelt und konditioniert und über gelegt Mit etwas, das ja natürlich in seinem Anfang des Gefühls, was wir dafür hatten, besonders schön anzusehen war. Ja? Und unsere heilige Weiblichkeit in der Irminsul verankert, im Wiedererkennen als diese Atlanten der Welt, die einst trugen, an die wir selbst ja. Gekreuzigt worden, in denen wir hinabgefallen waren aus unseren Tugenden, wo wir hinangeschlagen waren aufgrund unserer Tugenden von fremden Wesen, die Menschen befehlen im Körper sowie vorerst im Geiste. Natürlich hier hinabgekommen durch bereits Verfall und Macht und Gier und alles, was dort mit einherging. Wir haben diese große Größe in uns immer gehabt, immer gesehen, immer gelebt wir haben es immer gespürt was wir waren, wer wir sind, wohin wir gehen, wir spüren es auch heute. viele von euch wissen es bereits wieder, was es mit diesen alten symboliken zu tun hat, wo die alten weltenbäume herkamen, wo sie hingingen in ein kreuz, ja ein kreuz, in das natürlich mit dem herabgesenkten balken der ewigliche leidensweg an uns natürlich gebunden ist und wie wir sehen in der Darstellung von einem Jesus Christus, wie er leidend an so einem Ding hängt, seht ihr auch die nicht mehr aufrecht gehenden, die wir vorher waren, denn alle Abbildungen von ihm sind im Leid und im gesenkten Haupte von diesem Kreuze hinabzusehen, ja? Aber die Urweiblichkeit, die diese Tugenden ja erst in uns hatte aufkehren lassen. Das alte Kehren in unserer alten Sprache, das Herz, so wie man im Lateinischen das Chor übernahm für Herz und Kern, das kehrt wieder auf in uns. So ist es eben in vielen anderen Sprachen immer noch der Karlaut mit dem Herz vereint, das Kor, das Koop, in alten und unwiderruflichen Dingen, die wir erkennen dürfen. Wir sind Kerrusker, wir sind Kermoduren. Karmoduren, Katten, viele Stämme waren mit dem Karlaut versehen, auch Katara. Und ihr wisst, dass unsere Liebe in uns für das, was wir waren, aus unseren Wurzeln entsprang, im Sinne der Irmin-Sul, dem Himmel auf Erden zu begegnen, durch unsere Irmin-Sul, durch unser eigenes, irdische und himmlische. Symbol in uns vereint, denn wir waren die Weltensäulen, die aufrecht gingen und mit ihren Armen Schutz über diese Welt und Dinge brachten, die Schutz brauchten, so wie Natur unseren Schutz braucht, unsere Tugenden, unser Wissen, um zu bewahren, eine alte Kulturlandschaft, die sehr parkähnlich gestaltet war, einem Paradies nachempfindend. Schaut in heutige Gärten, die dem Menschen entspringe mit einem heutigen Bewusstsein erbaut sind. Mit schönen Wasseranlagen, Springbrunnen, uralten Bäumen und schönen Parkanlagen mit Einkehrmöglichkeiten für alles Mögliche. Das Leben war ein Paradies, wie wir es noch vor 200 Jahren, 300 Jahren erschaffen hatten, bevor wieder eine Deckelung auf uns hinabprasselte und uns entwurzelte aus unseren alten, wirklichen. Tugenden. Auch damals war solch ein viel Respekt und hohes Gut zwischen Mann und Weibe zu finden. Und wenn ich noch daran denke, wie mein Opa und die damals liebliche Musik noch vor gut 100 Jahren klang, auch vor 100 Jahren noch, wie lieblich es war, wie respektvoll es war, wie man miteinander umging, wie die Liebe sich letztendlich erst in sich selbst gebar, ist es nur ein Sinnbild dafür, für das, was heute natürlich im Manne und im Weibe wieder heilen darf, so viel ist entwurzelt, so viel ist verkehrt, ja, es ist verkehrt, es ist erschwert, das Herz miteinander wieder zurechtzukommen. Wir haben solch viele Mannzweiber in diesem Lande, die denken, sie sind Männer, weil Männer denken, sie sind Frauen. Und sie haben natürlich aufgrund der Gebrochenheit, aufgrund ihrer Ahnengeschichte, all dieser Kriege ihre wahre Männlichkeit verloren. Wie viele Männer haben gar nicht mehr darüber geredet, über das, was sie erlebt haben? Auch ich habe in meiner Ahnlinie Großvorfahren die natürlich als Uropa in beiden Kriegen, Erster und Zweiter Weltkrieg gedient haben, in schrecklichen Bedingungen, ja, in U-Booten gelebt haben, nur überlebt haben, eines Tages auf Landkommando statt an Bordkommando, während die gesamte Mannschaft mit ihnen untergegangen war, als einziges Überlebender, alle Kameraden verloren. Und was wir uns kaum vorstellen können, ist eben, wie es in dieser Nachzeit gewesen sein muss, als eben diese ganzen Weiber und Männer, nicht mehr zueinander stehen durften, als Fremdbesatzung hier waren, als getrennt wurde, als hilflos zugesehen werden musste oder ihm gemordet wurde, wenn sich ein deutscher Mann aufgerichtet hat, sich einzumischen in das, was dort gerade passierte, in Vergewaltigung, in Raub und Tat, in Schreckenstaten, die an allen Ecken stattfanden und immer wieder sich über alle möglichen Menschen hilflos ergossen, die nie etwas anderes gelebt haben als letztendlich Liebe. Und ein Gefühl für Freiheit und Tugenden in sich hatten, wie es nirgendwo anders irgendwo in dieser Welt zu finden war. Denn die heilige Weiblichkeit war damals auch bereits in unserem Wissen verankert dafür, kämpfend im Sein. Doch diese heilige männliche Kraft wurde erst zerstört. Dadurch konnte auch keine weibliche heilige Kraft im heutigen Alltag überhaupt in irgendeiner Art und Weise hier seinen Fuß finden. Es gibt es nicht dieses heilige alte kaum zu finden. Ich sage nicht, dass es es nicht gibt. Es gibt es, aber es ist selten. Es ist genau zwölf Uhr auf auf der Uhr. Wir haben hei nun Mittag. Das ist nicht genau um zwölf die Umkehr, aber es war immer ein Symbol der Umkehr, so wie ich es gerade sehe auf der Uhr. Denn wenn man gesagt hat, der nun der Höchststand der Sonne ist erreicht, dann gibt es eine Umkehr und es gibt natürlich, egal zu welchen Zeiten dann das letztendlich wirklich stattfindet, wann diese Sonne wieder aus diesem höchsten Stand hinabweicht. Alle Zeiten eine Umkehr. Und ich sage, diese Umkehr ist geschehen. Sie passiert jetzt in euren Leben wieder, ihr zu erkennen. Männer kommen wieder in ihre männliche Kraft und wollen wieder dahin gehen, wo sie wirklich entsprangen. Und dadurch kommt letztendlich erst auch das Weib wieder in ihre Weiblichkeit. Denn anders kann es nicht sein. Momentan sind oft die Situationen ähnlich gegeben. Ein Weib kann nicht zurück aus ihrer Männlichkeit, wenn der Mann nicht in seine Männlichkeit kann. Und so können keine von beiden auch nur ein Meter vor oder zurück, denn die eine muss irgendwie das Leben der Familie schützen und mitbewahren, wenn der Mann es nicht kann und irgendwo arbeiten gehen muss. Und es ist eine schreckliche Katastrophe, die da eigentlich einhergegangen ist. Wie viele männliche Aspekte die Frauen und Weiber in diesem Land hier übernehmen mussten, um letztendlich etwas überhaupt bewahren zu können von ihrer Familie. Während Männer in den Schmerzen ihres Leid, der Verkrüppelung, der Verstümmelung versanken, kein Maul mehr aufreißen durften zur Verteidigung und ähnliches. Sämtliche Kräfte der Familie entschwangen. Während in den 70ern noch zusammen Häuser renoviert worden waren, waren es in den 80ern schon weniger. Und was ist heute das Prinzip davon? Andere haben diese kulturellen Stämme noch in sich verankert. Die renovieren die Häuser alle zusammen, die machen alles zusammen in der Familie, egal ob es irgendwer kann oder nicht. Es wird getan und es ist alles einfacher. Man trifft sich gemeinsam. Und wir haben schon im Ansatz unseres Gedanken den Bruder und den Onkel und allesamt miteinander verraten, weil wir uns weder trauen und alles Scheiße finden, die im Prinzip unseren Familienstrang in irgendeiner Art und Weise unseren fördernden Wege der Zukunft in eine Richtung zu streben, Richtung Freiheit zu gehen, eben nicht folgen wollen, sondern etwas anderes leben und irgendwo in der Vergessenheit schlummern und, ja, gammeln wollen in einem alten System der Lügen nicht zu erkennen, was ihnen da eigentlich vorlebt, was sie leben sollen, ihre Kräfte nimmt, ihre Säfte nimmt. Das alles, ihr Lieben, sind Dinge, die natürlich von vielen von euch sowieso schon bewusst und erkannt sind. Doch wo ist der Weg hin zurück? Wie ist das gemeinsame Leben wieder auszurichten? Wie passiert die Heilung? Ich sage euch, ihr braucht vor allem Trauen in euch. Trauen, ich meine nicht Vertrauen, ich meine nichts Erschwertes. Das Trauen in euch, ihr traut euch selbst in euch, mit der Weiblichkeit, mit der Männlichkeit in euch, erstmal beides in euch eingestanden zu haben, dass eben auch beides in euch ziemlich verkehrt gelaufen ist in vielen Dingen. Denn wir brauchen auch eins nicht: Männer, die von ihrem dominanten Thron hinab, neben nicht hinabgehen wollen. Das ist das Prinzip. Wir wollen eine Einheit in uns schaffen, einen Frieden in uns, zu wissen, wann es intuitiv für welche Partei und welches innere seelische Gefühl, da wir ihm auch beides sind, die Führung zu übernehmen im Ausgleich in uns selbst. So wie die Irminsoul als Sinnbild für jeden Menschen, egal ob männlich oder weiblich, auch in seinen Armen beides vereint hat in sich selbst zu tragen. Seele ist männlich und weiblich. Und wer an beiden nicht arbeiten will, der kann auch dieses Prinzip unserer alten Urahnen nicht leben und verkörpern. Denn sie hatten eine große Heiligkeit, aber eben gewurzelt und verankert in ihrem wirklichen Sein, in ihrer Kraft, im Gedeihen, im Aufblühen wie ein Stamm, eine großgewachsene Eiche, in jedem Jahr Früchte tragend, in jedem Jahr bei Sturm auch aufragend, sich nicht niederschlagend oder an irgendwas sich fragend, wie Zukunft sei. Eine Genetik in dir, die gedeiht, sie weiß, was aus ihr erwächst, etwas Großes. Und wenn du nicht selbst der Feller bist, der an dir sägt, an deinem Aste selbst, dann kann es auch kein anderer sein. Alle Sinnbilder wurden dir gegeben, um deine Energie und deine Laune woanders hin zu verteilen. Ja? Jemanden zu folgen, der eine Illusion gebracht hat. Selbstverständlich ist das alles eine große und schwierige Meisterleistung in dir selbst, das wieder in dir bereinigend, beisamhabend, lebend nicht mehr fragend nach anderen Meinungen, wie etwas ist, wie etwas zu sein hat oder was du eben machen sollst. Das ist alles nur Geschwätz von sich entwickelnden, die nicht wissen, wo sie eigentlich stehen, untergehend, am Absaufen sind, aber nicht selbst schwimmen können. Alle diese Wege habe ich durchschritten, alle diese Leidensfelder habe ich gelebt, alle diese Dinge habe ich in Umnachtung suchend im Leben irgendwo nicht finden können außer eben bei mir selbst. Aber diese starke Kraft, die da natürlich nun auch schon seit längerem wieder in mein Leben weilt, ist etwas, das ich gerne teilen mag mit meinen, ja, liebenden Weibern und Männern, die eben genau das in sich spüren, was ich spreche, eine große Kraft in sich habend, das vereinend und eben auch wieder den Weltenbaum in uns, in diese Welt hinein zu zeigen, ja. Wir wollen uns natürlich erst einmal, nicht einmal mehr, vor anderen in unserer Wirbelsäule im Genick neigen, um irgendetwas ja, für andere zu bestätigen. Denn eins steht fest, vieles da draußen im Leben lauert immer und ständig nur darauf, dass du dich auch nur ein bisschen hiniederkrümmst Und es sind oftmals die nächsten Menschen in deiner nächsten Umgebung, die wollen, dass du letztendlich zu Kräuche kriechst und dein Weg nicht mehr gehst und wenn es eins braucht, dann definitiv männliche Entscheidungskraft, die zu dem steht, was sie eben ist und wieder zurückkehrt, damit heilige Weiblichkeit auch wieder in ihr heiliges weibliches zurücktreten kann, weil sie sich eben sicher fühlen. Und da ist natürlich genug Schmand und Schmurschmar passiert, dass eben gerade dieses männliche nicht akzeptiert wird. Aber ich sage euch auch liebe Männer und Weiber da draußen, die, die es wirklich spüren, die werden sich darauf einlassen und die wünschen es sich im Grunde genommen alle. Und das Prinzip von, ja, dieser Meckerei und Kritisiererei am Mann selbst ist natürlich etwas, das überall vorherrscht. Aber sie wollen genau das aus euch hervorkitzeln, dass es euch nicht mehr juckt, was sie über euch sagen, dass es euch nicht juckt. Dass ihr meinetwegen im allgemeinen Sinne der Allgemeinheit der Gesellschaft eine falsche Entscheidung getroffen habt. Nein, ihr habt genau das Richtige getan. Steht zu diesem und verfolgt euren Pfad weiter. Ihr seid stark und ihr werdet es schaffen. Lasst die alten Leute los, die es nicht raffen und vergesst, ja, vergesst, ja, verschätzen, könnte man fast übersetzen. Ja, nein, ihr sollt einfach. Weitermachen mit dem, was in euch aufkommt. Bleibt in der Ruhe, bleibt bei euch, geht in eure Kraft. Selbstverständlich wisst ihr, wie es schafft. Ja? Und ihr habt ja natürlich jemanden, der all diesen Pfad sozusagen auch schon beschritten hat. Und ich sage nur, es ist eine starke, starke, starke Angelegenheit, das zu leben, zu durchgehen. Auch die Worte, die ich spreche, ich sitze hier nur und lasse es eben aus mir hinausfegen. Ja, wenn ich fege diesen Dreck beiseite, der dort ist, der hier nicht mehr hingehört, wir kehren aus unser Heim und lassen, was hier wirklich sein will, aus uns heraus gedeihen. Ihr Lieben, mein Kanal, in diesem geht es um diese ganzen Sachen. Ich habe nichts weiter zu sagen, außer dass es ein grandioses Leben ist, das wir gemeinsam führen dürfen. Wir spüren diese Kraft in diesen Momenten miteinander. Nehmt sie mit, lasst es in euch gedeihen und lasst es vor allem nicht wieder hinunterreißen emotional, denn das ist genau dieser Punkt, an dem sie uns gefangen halten, dem emotionalen. Denn ich kann es nur noch mal betonen, wie in meinen anderen Videos mit der Manin aus unserer alten deutschen Sprache, Althochdeutsch oder theotischen Sprache heraus, das Innere des Mannes, die Manin, die Mondin, oder auch genannt Manö, genauso, alle diese Dinge sind daraus abgeleitet, dass wir manifestieren mit Gefühlen, mit Manin, mit Mondin, mit Gefühlen, und sie manifestieren mit eurer Energie, mit euren Gefühlen, und Deshalb ist es gerade wichtig, egal ob Mann oder Weibe, diese emotionale Ebene im Solarplexus, im Sonnengeflecht, das eigentlich euch gehört, das Sonnenrad in euch letztendlich zu bereinigen. Und dies ist genau mein Hauptthema, in dem ich wirke, in dem ich bin, eine Klarheit darin zu schaffen mit den Menschen, mit denen ich zusammen wirken darf. Ja? Und diese verschiedensten ja, Angebote, die ich da erteile, die sind auf meinem Kanal. Gerne folgend einzusehen, weiterzuteilen, auf dass wir eine gute Zukunft bereiten und vor allem klar werden mit uns selbst, damit eine Stabilität eintritt, damit wir erstmal sanft und schön wie ein wirklich schönes Gefährt anfahren und nicht ständig wieder stoppen und bremsen und abbiegen. Nein, erst einmal seicht und schön vor uns herfahren und nicht mehr ständig dieses Geruckele in unserem Alltag haben, in unserer Welt, die uns aus uns heraus bestimmt wird. Denn alle diese Gefühle manifestieren. Und das wissen sie ganz genau. Deshalb haben sie euch da besonders stark an den Eiern gehabt, die Männer. Genauso wie die Weiber, alles dies. Ja? Und alle diese Dinge müssen natürlich miteinander in Ausgleich gebracht werden. Innere wie äußere Welt entspricht aus dem Inneren. Und die Gefühlswelt ist das, was ist. Ich habe genug gesprochen. Das waren 21, fast 22 Minuten hier, volle Power, frei raus. Und wir wollen jetzt einfach mal das hier beenden und äh, wissen, dass es weitere Teile von diesen tollen ähm, Dingen geben wird. Ich habe in der Einleitung besonders darauf angespielt, Weltenbaum der Weiblichkeit. Denn für die meisten Männer, ihr müsst wieder wissen, es geht um die Weiblichkeit. Ja, natürlich müssen die Männer in ihre Kraft kommen, aber letztendlich müssen sie in die Kraft kommen, die Männer, damit die Weiblichkeit wieder heil wird, hier in ihre Weiblichkeit kommt. Denn wir sind auf der Erde, die Erde ist weiblich und das ist die Weiblichkeit. Wir tragen Antwortung dafür, nicht Verantwortung. Wir tragen Antwortung, weil Anwurti im Eidhochdeutschen die Gegenwart war. In der Gegenwart tragen wir die Anwurti. Also die Präsenz im Manne selbst. Der Mann muss präsent sein. Dann ist er Schutz, dann ist er heil und dann kann eben auch die Weiblichkeit wieder in ihre Fugen, ja, in ihre oh, da, wo sie hingehört, einfach sein. Und es ist einfach grandios, ich muss aufhören zu sprechen. Sonst dreht sich das hier noch weiter die ganze Zeit. Und das Ganze fängt hier einfach drumherum an. Alle werden hier wahrscheinlich komplett angehoben in der Umgebung. Allein in der Nachbarschaft sind wahrscheinlich alle am durchdringen, gerade in den Häusern, dass hier allein diese Energie hier durch die Räume gefegt ist. Und so freue ich mich, dass draußen doch auch jetzt immerhin ja, Anfang März viel Schnee und Eis ist, damit wir uns wieder abkühlen können nach solch einer Sache. Ich brauche jetzt Kühlung und wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Auf euch, bis bald. Alles Liebe. Wir sehen und hören uns bald wieder.